In dieser erste Punk-Show geht es um Landschaftsverschandelung durch Windräder und dergleichen. Es geht um ETFs und deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Und es geht um das Handling von ewigen Nörglern. Hallo Leute, willkommen bei einer weiteren Folge der Ask the Punk Show, wo ihr die Möglichkeit habt, mir Fragen zu wirtschaftlichen und politischen Themen zu stellen und ich diese Fragen dann in einem kurzen Video beantworte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Gerhard fragt: Hallo Gerald, was ist deine Haltung bezüglich des Eingriffes in die Landschaft durch Installation von regenerativen Kraftwerken wie Windkraftwerke und Photovoltaikpanelen? Ein Beispiel ist die Versiegelung des Burgenlandes mit Windkraftwerken. Viele Grüße, Gerhard. Also Gerhard, das Problem ist, wir brauchen trotz allem Energie. Und am Ende ist es noch immer besser, die Energie kommt aus sauberen Quellen wie Wasserkraft oder Windkraft oder Solarzellen, als die Energie kommt aus Kohlekraftwerken oder Ölkraftwerken oder ähnliches oder auch Atomkraftwerken, die dann mal für die Umwelt noch viel größere Probleme verursacht. Es ist auf jeden Fall ganz klar, ich meine, Windkraftwerke, so hässlich sie sind, am Ende, sie mögen zwar nicht schön ausschauen, aber auf der anderen Seite richten sie auch relativ wenig Schaden an. Wenn du heute CO2-Emissionen ausstößt oder noch schlimmere Gase, hat das natürlich einen deutlich negativeren Einfluss auf die Umwelt und auch auf die Gesundheit des Menschen. Tatsache ist, dass wir einen großen Energiehunger haben. Dieser Energiehunger wird sich auch nicht ändern lassen. Du kannst zwar heute durch gewisse Effizienzmaßnahmen, auch durch die richtige Besteuerung, beispielsweise die Menschen dazu bringen, dass sie mehr mit dem Zug fahren und weniger mit dem Auto, wo man vielleicht die Dinge etwas effizienter einsetzt, aber wenn du einen komfortablen Lebensstil haben willst, dann brauchst du auch viel Energie. Und dann ist eben die Frage, woher man die Energie gewinnt. Und ich bin ganz eindeutig dafür, man sollte die Möglichkeiten, Energie sauber zu gewinnen, mehr nutzen. Und die Energie schmutzig zu gewinnen ist, sollte man reduzieren. Und da Windkraft zu den sauberen gehört, bin ich dafür. Und der Trade-off ist eben, dass die Landschaft nicht mehr so schön ausschaut, aber du kannst nicht alles haben. Und wenn du heute sagst, ich will keine Landschaftsverschandelung haben, ich will eigentlich, dass die Leute mit dem Zug fahren, aber ich will eigentlich auch keinen Bahnhof bauen, keinen neuen unterirdischen und ähnliches, irgendwann hast du halt das Problem, dass du am Ende keinen komfortablen Lebensstil mehr machen kannst und dass die Leute auch nicht bereit sein werden, so eine Politik zu unterstützen. Nina fragt: Hi Gerald, in den letzten Jahren scheinen die Fachmedien breit diversifizierte, kostengünstige Indexfonds, ETF, als das Basisinvestment für Otto-Privatanleger zu bewerben. Sind ETFs wirklich ein so gutes Investment? Welche Nachteile haben Indexfonds? Und was ist dran an den oft von aktiven Fondsgesellschaften geäußerten Kritikpunkten, zum Beispiel, dass ETFs die Stabilität der Finanzmärkte gefährden würden? Wie siehst du das? Viele Grüße, Nina. Also Nina, grundsätzlich halte ich ETFs für ein sinnvolles Instrument, weil es eben auch einem kleineren Anleger ermöglicht, einerseits sich zu diversifizieren, also das heißt, nicht nur eine Aktie zu kaufen, sondern ein diversifiziertes Portfolio oder auch einen Index nachzubilden. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ermöglicht, relativ kostengünstig sogenannte monatliche Cost-Average-Ansparpläne zu machen, wo du ansonsten de facto das maximal auf ein oder zwei Aktien machen kannst und wiederum viel weniger gestreut bist, beziehungsweise viel höhere Transaktionskosten hast. Und ein Teil ist sicherlich Ausrede der klassischen Fondsindustrie, die dadurch natürlich Geschäft verliert, weil klassische Fonds sind von den Gebühren viel teurer, haben in der Vergangenheit aber nur in den seltensten Fällen besser performt als die entsprechenden Börseindizes. Und deswegen werden natürlich im ETFs wieder schlecht geredet. Es ist natürlich sicherlich so, dass wenn sehr viel Geld oder Kleinanlegergeld in den ETFs drinnen sind und die Börsen kollabieren oder ähnliches und das zittrige Geld geht alles aus dem Markt, kann das Finanzkrisen etwas noch verschärfen. Aber es würde auch dann Finanzkrisen verschärfen oder beziehungsweise bei einzelnen Aktien den Effekt verschärfen, wenn eben das zittrige Geld eben in den Fonds drin ist oder in einzelnen Aktien. Das heißt, es ändert nicht so wahnsinnig viel, ob heute das Geld in ETFs drin ist oder in Fonds oder in Einzelaktien. Es kann so und so, am Ende, wenn sehr viel zittriges Geld drin ist, kann irgendwann ein Markt kurzfristig mal kollabieren. Und wenn du heute ein ruhiges Händchen hast und irgendwann erkennst, dass die Preise irrsinnig billig sind, dann kannst du solche Gelegenheiten benutzen, um günstig einzukaufen. Laquastos fragt: Hey Gerald, wie gehst du denn mit den Menschen um, die nicht verstehen, was du tust und warum du tust, was du tust, und dich womöglich deswegen anmachen oder gereizt auf Aussagen reagieren, wenn du ihnen was erklärst?
Ich habe in meinem Umfeld sehr, sehr viele Menschen, die sehr aggressiv werden, wenn ich ihnen etwas erkläre und ihnen sage, wo ihre Fehler sind, die sie vermeiden sollten. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also Lacoste, also ich kenne das, weil es gibt immer wieder Leute, die machen mal so, wenn du sie kritisierst oder wenn du Vorschläge machst, wie sie es besser machen können, die hassen dich dafür. Aber eines muss dir klar sein, intelligente Menschen freuen sich, wenn jemand offen die Wahrheit sagt, weil sie am Ende davon lernen können. Bei mir ist oft ein Problem, dass mir viel zu wenig Leute die Wahrheit sagen und dass ich auch in meiner Firma und in meinem Umfeld sage, bitte sagt mir die Wahrheit, sagt mir, wie es ist und nicht redet nicht irgendwie verklausuliert, weil ihr Angst habt, mich zu beleidigen. Und meine Empfehlung ist, dass ich früher oder später von Menschen, die de facto eigentlich nie was dazulernen wollen, die einfach nur aggressiv sind, die dich hinunterziehen, die negative Energie haben, dass dich von mir solchen Leuten trennst. Das bringt nichts. Weil am Ende sind das Energieräuber, Zeiträuber und oft auch Geldräuber. Und ich glaube, wenn du dich weiterentwickeln willst, musst du dich mit Menschen umgeben, die ein positives Mindset haben, die bereit sind zu lernen, die bereit sind, sich geistig fit zu halten und die dir Energie geben und geistige Inspiration, nicht die, die diese dir rauben. Es gibt leider viele Menschen dafür, wenn du etwas Ehrliches und Legitimes machst und wenn du am Ende etwas machst, was einen Wert stiftet und was positiv ist, wirst du sehen, dass du nicht so viele richtige Hater hast, auch im Internet. Das ist sicherlich, nehmen wir es mal, Firmen oder Produkte oder Leute, die eher aufs Abzocken sind, die haben sehr viele Hater und nehmen wir es mal, die werden sehr kritisch gesehen. Leute, die irgendwas Geiles machen und etwas, was wirklich Sinn macht, die haben sehr wenige Hater. Und die Hater, die einfach immer nur sagen, nein, 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 scheiße, 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 alles ist schlecht, kann nur eines sagen, ignorieren und weg damit und trennen. Am Ende ist das reine Zeitverschwendung, Energieverschwendung und Geldverschwendung. Wenn dir diese erste Punkshow gefallen hat, hinterlasse bitte einen Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Und weitere Informationen zu diesen Themen findest du auf meiner Plattform www.investmentpunk.academy. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sehr viel Erfolg. In dieser erste Punk-Show geht es um Landschaftsverschandelung durch Windräder und dergleichen. Es geht um ETFs und deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Und es geht um das Handling von ewigen Nörglern. Hallo Leute, willkommen bei einer weiteren Folge der Ask the Punk Show, wo ihr die Möglichkeit habt, mir Fragen zu wirtschaftlichen und politischen Themen zu stellen. Und ich diese Fragen dann in einem kurzen Video beantworte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Gerhard fragt: Hallo Gerald, was ist deine Haltung bezüglich des Eingriffes in die Landschaft durch Installation von regenerativen Kraftwerken wie Windkraftwerke und Photovoltaikpanelen? Ein Beispiel ist die Versiegelung des Burgenlandes mit Windkraftwerken. Viele Grüße, Gerhard. Also Gerhard, das Problem ist, wir brauchen trotz allem Energie. Und am Ende ist es noch immer besser, die Energie kommt aus sauberen Quellen, wie Wasserkraft oder Windkraft oder Solarzellen, als die Energie kommt aus Kohlekraftwerken oder Ölkraftwerken oder ähnliches oder auch Atomkraftwerken, die dann mal für die Umwelt noch viel größere Probleme verursacht. Es ist auf jeden Fall ganz klar, ich meine, Windkraftwerke, so hässlich sie sind, am Ende, sie mögen zwar nicht schön ausschauen, aber auf der anderen Seite richten sie auch relativ wenig Schaden an. Wenn du heute CO2-Emissionen ausstößt oder noch schlimmere Gase, hat das natürlich einen deutlich negativeren Einfluss auf die Umwelt und auch auf die Gesundheit des Menschen. Tatsache ist, dass wir einen großen Energiehunger haben. Dieser Energiehunger wird sich auch nicht ändern lassen. Du kannst zwar heute durch gewisse Effizienzmaßnahmen, auch durch die richtige Besteuerung, beispielsweise die Menschen dazu bringen, dass sie mehr mit dem Zug fahren, und weniger mit dem Auto, wo man vielleicht die Dinge etwas effizienter einsetzt. Aber wenn du einen komfortablen Lebensstil haben willst, dann brauchst du auch viel Energie. Und dann ist eben die Frage, woher man die Energie gewinnt. Und ich bin ganz eindeutig dafür, man sollte die Möglichkeiten, Energie sauber zu gewinnen, mehr nutzen. Und die Energie schmutzig zu gewinnen ist, sollte man reduzieren. Und da Windkraft zu den sauberen gehört, bin ich dafür. Und der Trade-off ist eben, dass die Landschaft nicht mehr so schön ausschaut. Aber du kannst nicht alles haben. Und wenn du heute sagst, ich will am Ende, ich will keine Landschaftsverschandelung haben, ich will eigentlich, dass die Leute mit dem Zug fahren, aber ich will eigentlich auch keinen Bahnhof bauen, keinen neuen unterirdischen und ähnliches,
irgendwann hast du halt das Problem, dass du am Ende keinen komfortablen Lebensstil mehr machen kannst und dass die Leute auch nicht bereit sein werden, so eine Politik zu unterstützen. Nina fragt: Hi Gerald, in den letzten Jahren scheinen die Fachmedien breit diversifizierte, kostengünstige Indexfonds, ETF, als das Basisinvestment für Otto-Privatanleger zu bewerben. Sind ETFs wirklich ein so gutes Investment? Welche Nachteile haben Indexfonds? Und was ist dran an den oft von aktiven Fondsgesellschaften geäußerten Kritikpunkten, zum Beispiel, dass ETFs die Stabilität der Finanzmärkte gefährden würden? Wie siehst du das? Viele Grüße, Nina. Also Nina, grundsätzlich halte ich ETFs für ein sinnvolles Instrument, weil es eben auch einem kleineren Anleger ermöglicht, einerseits sich zu diversifizieren, also das heißt, nicht nur eine Aktie zu kaufen, sondern ein diversifiziertes Portfolio oder auch einen Index nachzubilden und gleichzeitig es natürlich auch ermöglicht, relativ kostengünstig sogenannte monatliche Cost-Average-Ansparpläne zu machen, wo du ansonsten de facto das maximal auf ein oder zwei Aktien machen kannst und wiederum viel weniger gestreut bist bzw. viel höhere Transaktionskosten hast. Und ein Teil ist sicherlich Ausrede der klassischen Fondsindustrie, die dadurch natürlich Geschäft verliert. Weil klassische Fonds sind von den Gebühren viel teurer, haben in der Vergangenheit aber nur in den seltensten Fällen besser performt als die entsprechenden Börseindizes. Und deswegen werden natürlich im ETF sind wieder schlecht geredet. Es ist natürlich sicherlich so, dass wenn sehr viel Geld oder Kleinanlegergeld in den ETFs drinnen sind und die Börsen kollabieren oder ähnliches und das zittrige Geld geht alles aus dem Markt, kann das Finanzkrisen etwas noch verschärfen. Aber es würde auch dann Finanzkrisen verschärfen oder beziehungsweise bei einzelnen Aktien den Effekt verschärfen, wenn eben das zittrige Geld eben in den Fonds drin ist oder in einzelnen Aktien. Das heißt, es ändert nicht so wahnsinnig viel, ob heute das Geld in ETFs drin ist oder in Fonds oder in Einzelaktien. Es kann so und so am Ende, wenn sehr viel zittriges Geld drin ist, kann irgendwann ein Markt kurzfristig mal kollabieren. Und wenn du heute ein ruhiges Händchen hast und irgendwann erkennst, dass die Preise irrsinnig billig sind, dann kannst du solche Gelegenheiten benutzen, um günstig einzukaufen. Laquastos fragt: Hey Gerald, wie gehst du denn mit den Menschen um, die nicht verstehen, was du tust und warum du tust, was du tust und dich womöglich deswegen anmachen oder gereizt auf Aussagen reagieren, wenn du ihnen was erklärst? Ich habe in meinem Umfeld sehr, sehr viele Menschen, die sehr aggressiv werden, wenn ich ihnen etwas erkläre und ihnen sage, wo ihre Fehler sind, die sie vermeiden sollten. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also Laquastos, ich kenne das, weil es gibt immer wieder Leute, die man mal so, wenn du sie kritisierst oder wenn du Vorschläge machst, wie sie das besser machen können, die hassen dich dafür. Aber eines muss dir klar sein, am Ende intelligente Menschen freuen sich, wenn jemand offen die Wahrheit sagt, weil sie am Ende davon lernen können. Bei mir ist oft ein Problem, dass mir viel zu wenig Leute die Wahrheit sagen und dass ich auch in meiner Firma und in meinem Umfeld sage, bitte sagt mir die Wahrheit, sagt mir, wie es ist und nicht redet nicht irgendwie verklausuliert, weil ihr Angst habt, mich zu beleidigen. Und meine Empfehlung ist, dass ich früher oder später von Menschen, die de facto eigentlich nie was dazulernen wollen, die einfach nur aggressiv sind, die dich hinunterziehen, die negative Energie haben, dass dich von mir solchen Leuten trennst. Das bringt nichts. Weil am Ende sind das Energieräuber, Zeiträuber und oft auch Geldräuber. Und ich glaube, wenn du dich weiterentwickeln willst, musst du dich mit Menschen umgeben, die ein positives Mindset haben, die bereit sind zu lernen, die bereit sind, sich geistig fit zu halten und die dir Energie geben und geistige Inspiration, nicht die, die diese dir rauben. Es gibt leider viele Menschen dafür, wenn du etwas Ehrliches und Legitimes machst und wenn du am Ende etwas machst, was einen Wert stiftet und was positiv ist, wirst du sehen, dass du nicht so viele richtige Hater hast, auch im Internet. Das ist sicherlich, nehmen wir es mal, Firmen oder Produkte oder Leute, die eher aufs Abzocken sind, die haben sehr viele Hater und nehmen wir es mal, die werden sehr kritisch gesehen. Leute, die irgendwas Geiles machen und etwas, was wirklich Sinn macht, die haben sehr wenige Hater. Und die Hater, die einfach immer nur sagen, nein, 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 scheiße, 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 alles ist schlecht, kann nur eines sagen, ignorieren und weg damit und trennen. Am Ende ist das reine Zeitverschwendung, Energieverschwendung und Geldverschwendung. Wenn dir diese erste Punkshow gefallen hat, hinterlasse bitte einen Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Und weitere Informationen zu diesen Themen findest du auf meiner Plattform www.investmentpunk.academy. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sehr viel Erfolg.